von mir. Mein Name ist Falka Elnagasche. Ich bin Landtagsabgeordnete in Wien und die Integrations- und Menschenrechtssprecherin der Wiener Grünen. Und ich möchte zuerst damit beginnen, zu sagen, warum ich als Landtagsabgeordnete in Wien bzw. auch die Stadt Wien, und ich freue mich, dass wir in dieser Konstellation zusammenkommen, nämlich dass ich gemeinsam hier bin mit meiner Kollegin Mireille Gosso von der SPÖ in Wien, sich dieses Themas annimmt. Und ich möchte die Rolle von Städten betonen, die heutzutage immer wichtiger wird. Historisch nehmen Städte eine besondere Rolle ein als ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, aber auch als ein Ort, an dem globale Entwicklungen spürbar werden und sichtbar werden. Heutzutage haben Städte besonders eine Rolle und besonders auch eine Verantwortung. Und wie diese Verantwortung und Rolle ausgelegt wird, hängt natürlich von der politischen Zusammensetzung ab, hängt aber auch von dem politischen Willen ab und natürlich in weiterer Folge auch von den Ressourcen, die da sind, um das auszugestalten. Wien ist eine Menschenrechtsstadt. Und das ist nicht nur etwas, das dahergesagt ist, sondern etwas, zu dem wir uns entschieden haben, mit dem dazugehörigen politischen Willen und auch mit der Aufmerksamkeit, die es da braucht, auf die Entwicklungen, die in der Stadt selber stattfinden, einzugehen und aufmerksam zu sein, aber auch auf die globalen Entwicklungen, die sich auswirken auf Wien als Stadt, aber auch auf Städte insgesamt. Das, was nächste Woche in Wien stattfinden wird, läuft unter der Überschrift oder unter dem Deckmantel Investitionen und Innovationen. Wir wissen aber seit langem und seit langem auch bestätigt und von NGOs und von Experten und Expertinnen in aller Deutlichkeit benannt, dass es um Ausbeutungsverhältnisse geht, um eine Abschottungspolitik, um die Ausbeutung von Ressourcen, um ungleiche Machtverhältnisse, um das Zerstören von Existenzen, um das Zerstören der Umwelt und des Klimas. Und das in Verbindung mit Menschenrechtsverletzungen, die akut sind und die wir heute hier benennen werden. Und diese Menschenrechtsverletzungen spielen sich im Bereich der Migration ab, wo Menschen daran gehindert werden, aufgrund der Zerstörungen, die stattfinden und wo es ganz klar die Verantwortung gibt von Konzernen, von Ländern, von der EU und von Ländern des Westens, wo diese Zerstörungen stattfinden und Menschen dann auf ihrer Flucht oder auf ihren Migrationswegen Menschenrechtsverletzungen erleben und skandalöse Deals eingegangen werden mit Ländern, um diese Migration zu verhindern und Menschen auf der Flucht zu drangsalieren, zu foltern und ihre Rechte zu berauben. Deswegen ist Wien in der Vertretung jetzt von mir und auch von meiner Kollegin hier aktiv und wir sagen, das ist für uns ein Thema, wo wir hinschauen müssen und wo wir uns deutlich positionieren müssen. Ich übergebe jetzt an meine Kollegin von der SPÖ Wien und ich glaube, es wird sehr viele spannende Inputs hier noch heute dazu geben.